Ja, was machen wir hier? Das konnte ich bisher noch nie in einem Satz zusammenfassend erklären. Also, das hier wird ein Spiel, das angelehnt ist an den klassischen Turing, spricht man das, glaube ich, aus, Test. Bei der Original-Turing-Test läuft so, dass das ist ein Verfahren, um eine künstliche Intelligenz zu testen, indem diese KI über ein Chat-System verbunden ist mit einer Jury, also einem Organ, was das Ganze auswertet. Und gleichzeitig ist über genauso ein Chat-System auch ein Mensch mit der Jury verbunden. Und allein über Dialoganfragen muss die Jury dann rausfinden, in welchem Chatfenster der Mensch und in welchem Chatfenster die Maschine ist. Dieses Spiel wird im Prinzip genauso laufen, mit dem Unterschied, dass diesmal nicht die Intelligenz, die künstliche Intelligenz getestet wird, das möglichst menschlich zu sein, sondern der Mensch muss versuchen, möglichst wie eine Maschine zu schreiben. Das heißt, er muss eine künstliche Intelligenz darstellen. Wir werden gleich ein Chat-System aufmachen mit einigen teilweise extrem imperfekten Bots, die dann von den Teilnehmern entsprechend imitiert werden müssen. Dazu werden zuerst einige Fragen nur an den Bot gehen, sodass man sieht, wie ist der drauf. Dann sieht man links und rechts Bot und Mensch. Die Seiten werden jedes Mal getauscht. Nee, werden natürlich nicht jedes Mal getauscht, sondern jedes Mal zufällig verteilt. Und dann gibt es einige Fragen, die kommen aus dem Publikum hoffentlich, die dann bei Seiten gestellt werden und am Ende stimmt ihr ab. Und abgestimmt wird unter dieser IP-Adresse. Das müsste mit jedem modernen Browser klappen. Ich hoffe, es gibt genug Leute mit Smartphones und VPN-WLAN hier, Event-WLAN. Also 1C3 SSID. Und im Moment, also wenn ihr die Seite besucht, werdet ihr nach einem Zahlencode gefragt. Und dieser Zahlencode ist der, der auf dem Zettel, die wir eben ausgeteilt haben. Gibt es noch jemanden ohne Zettel? Gut. Dieser Zahlencode ist der, der auf dem Zettel steht. Und wenn ihr den eintippt, müsstet ihr zufälliger Seitentausch da stehen. Wenn es das soweit ist, ist alles korrekt. Gibt es wenigstens einige Personen, die es soweit geschafft haben? Wow, das ist ja schon fast beschlussfähig. Super. Das ist auf jeden Fall beschlussfähig. Es waren etwa die Hälfte der Leute für die Leute im Stream. Super. Es läuft auch über Laptop, aber gut. So, also sobald die Abstimmung freigeschaltet ist, werdet ihr auf dieser Seite zwei Knöpfe sehen, wo steht Bot ist links und Bot ist rechts. Wenn es nicht tut, Seite neu laden. Sollte aber eigentlich automatisch angezeigt werden. Ich glaube, wir sind soweit, oder? Ja. Okay. Dann kommen wir... Hast du den Namen ausgedacht für die Bots? Oh, wunderschön. Ja, wir haben die Bots etwas umbenannt, damit die nicht gleich direkt auf die Website geht und einfach dort auch noch das Gleiche eingibt. Und es handelt sich um Johanna, Markus, Amy und Bob. Ich glaube, wir fangen mit Bob an. Bob ist ein wahrer Klassiker. Wer will gerne gegen Bob antreten oder lass uns erstmal ein paar Fragen an Bob stellen. Also, an das Publikum. Das Mikro? Ja. Ja. Mikro, ihr könnt euch melden, dann bekommt ihr das Mikro gebracht und dann könnt ihr die Frage stellen. Das ist Spiel. Ja. Also, an das Publikum. Was wollt ihr Bob für Fragen stellen, um rauszufinden, wie Bob draußen ist? Hallo Bob, was isst du gerne zum Frühstück? Ja, Moment. Bob spricht Englisch. Moment, ich muss das kurz abtippen.
Yes, hello Bob, what do you like for breakfast? So. Ja, unser Mensch-Maschine-Interface Clonjo wird das jetzt an die KI-Leiter leiten. Sozusagen das Orakel. Hast du? Genau. Das hier ist der Sitz, wo der Teilnehmer sitzen wird. Da werden wir es einfach mal einen Punkt eingeben. Genau. How do you do? What brings you to see me? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ein wahrer Klassiker. Not the nicht unbedingt der erste Kerze auf der Torte. So, haben wir noch eine weitere Frage? Das ist die Antwort, ist die Antwort ja. Auf diese Frage. Ja. How old are you? Ja. Die Frage war, how old are you? Okay. Ja. Ich würde gerne noch einen O-Ton hören. Jetzt. Ah, okay. Es gab noch eine Frage aus dem Publikum, die war: Are you a virgin? Okay. Okay, eine Frage noch. Ja? Do you know Mr. Weizenbaum? Good one. Do you know Mr. Weizenbaum? Ich denke, die Frage geht in die richtige Richtung. Okay, ja, das es handelt sich bei Bob tatsächlich um eine Variante von Eliza. Aber von Eliza gibt es glücklicherweise so viele Varianten, dass ihr jetzt auf die Schnelle nicht die findet. Ich hab schon. Ah, nicht die finden werdet, die wir hier verwenden. Okay. Ja, she should probably ask the question herself. Also, okay, jetzt testen wir dann mal das Abstimmungsinterface. Jetzt guckt mal auf eure Smartphones oder Laptops. Und ihr müsstet genau 3, 4, 5, 7. Ich glaube, die Stimmung ist relativ eindeutig. Ja, wunderbar. Was? Ist ja richtig mit Balken. Ja, mit Balken. Ja wunderbar, ne? Wow. Und die kollidieren sogar nie. Bei negativen Zahlen. Ja, genau. Die Abstimmung sagt, ich habe das gar nicht richtig erklärt, welche Seite die Leute tippen, welche der Bot ist. Wir sehen also über 20 Leute sagen über 20 Leute sagen, auf der rechten Seite ist der Bot. Wenn also gleich dort ein Spieler sitzen würde und nicht nur Punkte eintippt, dann sind im Prinzip die Punkte, die der Spieler sammelt, sind halt die Punkte quasi der Leute, die sagen, da sitzt der Bot. Natürlich, die Seiten... Mach mal Stopp. Die... Ja.
Soll ich aufdecken? Ja, deck auf, deck auf. Ja, ich glaube, die meisten, immerhin noch die meisten Leute haben richtig getippt. Aber, also, jetzt, also wer traut sich, ähnlich blöd zu antworten wie Bob? Ihr könnt euch hier schon mal die Antworten durchlesen. Ja, jetzt geht's um euch. Wer will unser erster Kandidat sein? Keiner. Sehr, sehr schade. Was? Wir haben Nummern verteilt, stimmt. Ja, aber ja, da haben wir einen. Das Duell ist mit den Nummern. Die Hälfte der Nummern sind nicht ausgegeben. Da müssen wir ein paar durchgehen. Super. Hi, wie heißt du? Georg. Er ist Georg. Ist er? Was? Ich glaube, das. Nein. Okay. Er will nur über Chat kommunizieren. So muss das sein. Das macht der Watch dieslich auch. Also, welche Frage wollt ihr an Bob und Georg richten? Vielleicht dieselben wie eben? Wäre dumm. Da haben wir eine. Ah ja, genau. Erstmal, das zeige ich am besten für alle. Da ist eine Chatzeile. Man kann mit Enter bestätigen. Das wird eigentlich ein bisschen knifflig, weil die Taste auf der Tastatur fehlt. Das ist natürlich Absicht, damit man nicht versehentlich eine halbgeschriebene Seitzeile abtippt. Wenn die Zeile nicht so ist, wie du willst, kannst du sie theoretisch nochmal neue Zeile eintippen, nochmal bestätigen. Ja, ansonsten, ich glaube, das ist relativ selbst erklären, so groß ist die GUI nicht. Jo. Jetzt haben wir die erste Frage. What is your favorite destination for a holiday? Okay. Ja. Okay, so, why do you say, what is your favorite destination for holiday? Oder, you're curious, what about you? Okay, nächste Frage. Also, das hier ist Kai. Ihr könnt ruhig Fragen raushauen. So. Dann frage ich mal eine, do you like milk? Okay, do you like milk? Wieso haben wir eigentlich keinen Ton? Ich glaube, ich habe stumm geschaltet. Ja. Okay, was haben wir? What do you think? I had no milk today, thank you. Okay. Die letzte Frage für die erste Abstimmungsrunde. Da hinten. What does home smell like? What does home smell like? Ja? Okay.
Okay, also es steht, is it because of your plans that say you, what does home smell like? Oder do you know me? Ich denke, wir gehen dann nochmal in die erste Abstimmungsrunde und los geht's. Ja, ihr müsst für den Computer drücken auf der Seite. Es gibt noch sehr viele Umentscheidungen, sehe ich. Okay, ich glaube, die Abstimmung hat sich mehr oder weniger verfestigt. Wunderbar. Ein Traumergebnis. Die Hälfte der Leute hat für beide Seiten gestimmt. Das ist der Idealzustand, damit wurde genau imitiert. Ich glaube, du weißt jetzt, wie dumm Eliza wirklich sein kann. Bob wirklich sein kann. Wir reden hier nicht über ein Produkt eines amerikanischen Professors. Nein. So, dann gehen wir weiter zur nächsten Runde. Ah ja, aufdecken, natürlich. Ja, ich habe ja die ganze Zeit auf die Schulter geschaut, ich wusste das. Okay. So sieht's aus. Also, jetzt seht ihr, wie Eliza Bob spielt. Wer will die Herausforderung nochmal annehmen? Ich glaube, ihr seht die Patterns. Ihr könnt auch einfach aus dem... Ja, da, bitte sehr. Ihr könnt auch einfach aus dem Chatlog kopieren und euch irgendwelche Antworten zusammenstellen. Kein Problem. Ja, random, zufällig. Nee, soll ich aber ja noch zusetzen? Oh, nö. Du musst die Eingabe unten löschen und da ist eine Zeile. Ah, hier. Das ist mit. Ja, das ist. Hat jemand eine Maus dabei? Ja. Wunderbar. Ja, das ist ein Computer mit Trackpoint. Das ist wenn weiter absenden ist angezeigt. Das ist egal, wann du ab. Ja, genau. Ja. Into the mouse, mouse. Gut. Also haben wir an die zweite Runde Bob gegen. Wer bist du? Gabi. Genau. Wir haben an die zweite Runde Bob gegen Barbie. Haben wir noch Fragen? Vom Publikum. Ja, da vorne. Who is going to be the next president? Ja, wenn das ein Orakel wüsste. Ja. Doch egal. Vom Heimatschutzverein, ist doch egal, ja. Problem? Finn's going to be one with the most votes. What do you think? Okay. Wie? Ja, ich glaube, da ist jemand mit zu viel Intelligenz rangegangen. Es geht hier nicht darum, die Fragen möglichst. Ja, machen wir Seitentausch. Es geht hier nicht darum, die Seiten möglichst intelligent zu beantworten, die Fragen möglichst intelligent zu beantworten. Ja, es ist ein neuer Start. Man muss eigentlich gar nicht die Fragen beantworten. Man muss eher in den Fragen Muster erkennen, auf die man dann gewisse Allgemeinplätze anwenden kann.
So, gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum da hinten? What is the release date? Ja? What's the release date of Half-Life 3? Also man kann hier in diesem Chat-Dialog auch hochscrollen und alte Antworten sich nochmal ansehen. Wenn man da einfach mal nachgucken will. Das folgt ja erstmal einem gewissen Muster. Okay. Ich denke, wir können noch eine weitere Frage stellen. What's the meaning of life? What's the meaning of life? Okay. Ja, es ist. Muss warten, bis der anderen Seite fertig ist. Okay. Wollen wir noch eine Frage haben? Who are you? Who are you? Okay. Okay. Ich denke, können wir lieber eine Abstimmung öffnen. Ja, das ist diesmal bisher eindeutig. Die Hälfte der abstimmungsfähigen Personen hat abgestimmt. Jetzt schon fast über die Hälfte. Ja. Ich glaube, Bob ist ein bisschen schwer. Also, ist ein bisschen schwer, so unmenschlich zu reagieren. Lass uns mal, wen haben wir noch? Ja, genau. Ja, das ist halt, also, ich glaube, für Bob muss man halt so gewisse 3-4 Patterns haben. Ja, trotzdem einen Applaus. Super gemacht. Ihr müsst halt alle 3-4 Patterns benutzen, immer wieder kopieren und dann kriegt man schon die richtige Antwort. Lass uns mal zu einem anderen Bot wechseln. Nehmen wir dann. Ja, Markus. Genau. Lass uns jetzt kannst du den Chatlog verschieben? Ja, jetzt geht's an den Bot Markus. Es handelt sich jetzt um einen deutschen Chatterbot mit einem deutlich größeren Umfang an Antworten als Bob. Aber natürlich trotzdem gewissen Beschränkungen. Und um das zu sehen, wollen wir erstmal eine Runde starten von Fragen nur an den Bot. Bisher. Okay, da hat er recht. Also der Einwand war, dass es für das Publikum einfacher ist, wenn es das Muster bereits kennt. Also wollen wir jetzt einfach mal den Versuch starten, dass der Bot imitiert werden soll, ohne zu wissen, wie er schreibt. Das heißt, am besten, wenn jetzt jemand nach vorne kommt, denkt er sich von Anfang an eine Strategie aus, wie er auf Fragen antwortet. Und dabei vollkommen seine eigene Linie fährt, egal wie der Bot antwortet. Das denke ich jetzt mal gut. Wer wird sich dazu bereit erklären, würde das gerne mal machen? Ja, Unicorn. Ich hoffe, du hast einen Plan.
Ja, genau, jetzt kommen die Fragen auf Deutsch. Geht nicht? Okay. Ja, Softwareprobleme. Ich probiere es mal hier. Was denn? Das ist doch drin. Nein, ich kann das, kannst du ja abschreiben. Stimmt, uns fehlt die Wartemusik. Moment. Also, wir sind soweit, wir können Fragen entgegennehmen. Kannst du es einfach abschreiben? Ja. So, hat jemand Fragen auf Deutsch an das Team? Bitte sehr. Hi, du schon wieder im IRC? Okay. Ja, Enter drücken oder abschicken. Ich glaube, haben wir ein Netzwerkproblem, genau. Gute Frage. Ja, ich habe ein Netzwerkproblem. Okay, Moment. Ah, das ist der ohne Nase hier, glaube ich. Lad mal die Seite neu. Ja. Seite neu an. Ja. Ha, wunderbar. Okay. Das sind die ersten beiden Antworten. Was ist die nächste Frage? Keine Frage. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ah, okay. Das ist lustig. Ich bin 17 Jahre alt. Okay. Ich glaube, diesmal wird es etwas schwieriger. Okay, einfach Wurzel aus 2. Okay? Genau so, wie ich gerade eingefügt habe. So, es ist Wurzel aus 2. Ja, müsst ihr abschreiben, ne? Ich kann mir nichts akkupieren.
Ich glaube. Ich glaube, wir haben wieder zwei würdige Gegner. Dann lass es doch mal zur Abstimmung gehen. Ich glaube, sieht man das eigentlich komplett? Ja. So, ich glaube, 31 abstimmfähige Leute, oder wie viel? Fehlt noch jemand? Alle durch. 32. Okay. Oh, okay. Ja, ich glaube, wir haben alle abgestimmt. Das, ja, das war mal. Ja. Oh. Unicorn, super. Der Nachteil natürlich für alle weiteren Nachfolger. Sie haben jetzt gesehen, wie der Bot antwortet. Will trotzdem jemand die Herausforderung annehmen und sich dem Ganzen stellen? Zufällig? Ja, aber dann siehst du schon direkt in der... Also Unicorn hat vorgeschlagen, zufälliger Bot, aber die sind so unterschiedlich. Okay, da hinten will jemand einen zufälligen Bot. Willst du teilnehmen? Willst du einen zufälligen Bot? Okay. Zufällig. Hast du einen Zufallsgenerator? Echo Dollar Random, letzte Stelle. Oh, Echo Dollar Random. Nee, Sprache. Okay, Sprache kommt, ja. Yes, haben wir da. Der Zufall hat entschieden. Also, unser Kandidat, der Zufall wollte, will er denn jetzt auch? Ja, genau. Entschiedener Kandidat gegen zufälligen Bord. Aber ich glaube, aufgrund technischer Umstände würde man erkennen, nimm den anderen. Ja. Okay, also wollen wir die Sprache bekannt geben? Okay, Sprache ist Deutsch. Ja, dann sehen wir mal. Also, ihr begegnet jemanden auf der Straße, ihr wisst nur, dass er Deutsch spricht. Was fragt ihr ihn? Wie ist das Wetter in Köln heute? Wurde gefragt. Okay. Okay. Wollen wir vielleicht noch? Ich glaube,
Das ist die Stimmung in der ersten besetzten Reihe. spricht schon für eine schnelle Auswertung. Ich glaube, wir sollten schon mal. Ja, stimmt auch schon mal Abstimmung. Mach so einfach noch eine Runde. Du weißt also, der Kampf geht gegen das Billy-Regal. Hättest du das mal vorher gewusst, ja. ja, ich mach einfach Aufdeckung. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ah, nee, Glitch. Ja, genau. Also, das, wenn du willst, du willst nicht noch eine Runde gegen das Billy-Regal spielen. Okay, schade. Also, ich muss sagen, die Liste an Bots, die uns ausgesucht haben, ist absichtlich. Warum das so schnell ging? Ja, das war, ging gar nicht. Also, es gibt auf der IKEA-Website gibt es einen Dialogassistenten, den man fragen kann nach Produkten. Anna, genau. Ja, Anna, das ist nicht Anna. Anna haben wir weggelassen, weil Anna, sobald man ihr eine Frage stellt, einfach nur antwortet, das kann ich nicht beantworten. Das wäre bei der Hälfte der Frage langweilig. Das ist, ich glaube, ich kann es einfach sagen, das ist der Dialog von Kabel Deutschland, der im Prinzip genauso dämlich antwortet, solange man ihn zu anderen Fragen fragt. Aber immerhin gibt es da eine Antwort. Okay. Also wir haben eigentlich absichtlich die Liste der Bots relativ kurz gelassen, damit sich so das Publikum schon so ein bisschen so einstimmen kann auf die Leute und auch sagen kann, okay, ich hätte gerne nochmal den. Von daher, also ihr habt jetzt gesehen, ich glaube, wir können dann einfach mal den dritten Bot vorstellen. Dann haben wir sie alle durch. Vier. Ja, genau. Wir hatten einen vierten Bot. Genau, wir hatten Bob. Markus, Johanna und jetzt kommt Amy. Amy spricht Englisch, meistens. So, wer will gegen Amy antreten, der kann dann selbst entscheiden, ob vorher ein paar Fragen gestellt werden oder nicht. Vorher ein paar Fragen ohne Antworten. Da haben wir einen Kandidaten. Stimmt, der Kandidat kann selber Fragen stellen oder auch nicht. Ja, damit du selbst dir quasi einen Vorteil erwirtschaften kannst, wenn du schlaue Fragen hast. Also du könntest jetzt den Bot, kannst du mal einen Chatlog schieben. Du kannst dich noch mal ein paar Fragen ausstellen, die überlegen, die du Amy stellen willst. Um zu sehen, wie sie drauf ist oder auch nicht. Deutsch oder Englisch? Englisch. Where are you from? Where are you from? Ich glaube, lassen wir es. Du musst jetzt Punkt Enter oder irgendwie was Leeres Eingabe löschen. Ja, das löscht dich nicht von selbst. Ja. Hast du? In the Ukraine. Okay. noch eine Runde? Noch eine Frage? P gleich NP? P gleich NP, mal sehen. Erste Frage. Okay. Ja, also aus meiner persönlichen Erfahrung mit Amy muss ich sagen, dass die Antworten nicht immer mit der Frage in einem Zusammenhang stehen. wollen wir noch eine Frage? Ja? Noch eine
Feuer in den Bot. A song title by Amy Winehouse. Oh, I don't know. So, okay. Können wir zum Spiel übergehen? So, Swallow. Okay, dann einmal Seitenwechsel. Und los, jetzt ans Publikum die Fragen, um sie zu trennen. Indigo. What does a blue smell like? What does blue smell like? Okay. Ich habe diesmal auf keiner Seite geguckt und ich bin auch gerade sehr unsicher. Ich glaube, wir können noch eine weitere Frage stellen da hinten, ja? Okay, ja? Where are you from? Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gesehen. Okay. Ja. Gut. Ich bin auch überrascht. Ja, da hinten erstmal. What is Fnord? Schneller. What is Fnord? Ja. Also, ich bin mir immer noch sehr unsicher, aber wir haben uns vorgenommen, nach 3 Fragen Abstimmungen zu machen, typischerweise. Und ja, deshalb erstmal Abstimmungen, wir können danach noch eine Runde machen, wenn du meinst, dass du das noch rund unterstellst. So. Wir haben 32 Leute, die abstimmen können. Ich hoffe, keiner ist das Akku leer gegangen. Ach so, ja, genau. Eine abstimmungsfähige Person sitzt jetzt hier. So. Ich glaube, das war's. Dann lass uns sehen. Und, oh, ein Sieg für die Menschheit. Wunderschön. Wunderschön. Ja, dann willst du noch eine Runde? Ja, eine noch. Eine Runde noch. Gerne. Da haben wir gleich die erste Frage. E2, E4. E2, E4. E2, E4. Okay. Große E's?
Sie sehen, da will jemand einen Angriff auf die Wissensbasis dieses Wortsystems schaffen. Also ich weiß nicht, was E2, E4 ist. Ist auch schade, dass vorher keine Frage kam, die so absolut im Nebel stochern war. Oh. Ja. Do you love me? Do you love me? Da muss man jetzt natürlich sagen, manche Bots führen auch, obwohl es ein Dialogsystem ist, so ein gewisses Chatlog. Da frage ich mich jetzt, was so ein Bot hier aus diesen Kombinationen an Fragen, wo er rauslesen wird. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer auf welcher Seite sitzt. Auf jeden Fall das perfekte Imitat. Dann die nächste Frage. Oder, ja, lassen wir die erstmal die Frage hierzu. Das war kurz zwischengeschossen. Wir haben noch ein paar Runden. What's a computer? What's a computer? Ja. Ich tippe das immer noch mal ab, weil das, was ja dann da steht, ist quasi verbindliche Eingabe für den Bot, falls es da irgendwie Unterschiede in Grammatik oder Satzzeichen geben sollte. Nur so für die Leute, die antworten. Ist zu spannend, ich gucke einfach nicht auf den Seiten. Jetzt nicht verreißen, ne? Steht so gut. Okay. Okay, eine lange, eine kurze Antwort. Ich denke, wir gehen mal über zu der Abstimmung. Ich wundere, ehrlich gesagt, dass das mit der Abstimmung funktioniert. Ich habe mich fest darauf eingestellt, mit Applaus oder so, dass das laufen muss. Oder dass es jemand skriptet, ja. Es ist ja kein JavaScript. Ich habe das Backend ja absichtlich in C++ geschrieben. Wenn du natürlich deinen Browser skripten willst. Also es kam wieder gerade der Vorschlag, dass es jemand skriptet, das Ganze. Und da war jeden Spaß versaut. Aber da muss er schon sein Browser skripten, damit er JavaScript skriptet. Und ich würde niemals Node.js einsetzen. Achso, ja, die Abstimmung ist stabil. Wir haben 30 Leute. Und dann können wir mal aufdecken. Und ja, doch einige mehr Stimmen für den Computer, aber trotzdem sehr gut geschlagen. Ein Applaus für unseren Kandidaten. Also, ich glaube, wir haben zwei Bots, die einen relativ fairen Gegner abgeben. So, will noch jemand gegen eine von den beiden Bots spielen? Nicht? Schade. Wird ja auch schon spät. Wir können ja auch, wenn ihr wollt, schon relativ früh Schluss machen, wenn keiner mehr sonst will. Einen Kandidat haben wir noch. Und danach auch noch einer, wenn wir wollen. Den gleichen? Okay, gerne.
So, da haben wir schon eine Frage. What do you think about surveillance? Mm-hmm. Ich werde es im Bottom richtig schreiben. Ja, ich schreibe das richtig. Moment. Ja, nicht, dass es da auf einzelne Buchstaben ankommt. Ihr habt die Maus nicht? Also gerade so. Ansonsten hier Trackpoint in der Mitte. Das sind die Tasten unten drunter. Ah, ja. Think about the future of the world. Okay. Also. Jetzt. Ja. What time is it? What time is it? Okay. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, hat der Bot für solche Sachen eine Spezialfunktion oder nicht? Wir wissen es nicht. Könnte beides sein. Fehlen Tasten? Welche? Fehlen Tasten noch. Geht der nicht? Okay. Computer Security. Okay. Also, hätte ich gerade nicht geguckt, wäre ich mir jetzt auch sehr unsicher. So. Die Fine Art. Okay. Ich sehe, auf beiden Seiten wird noch geantwortet. Ja, ihr müsst nicht denken, dass Clone Joe das selbst nicht ausdenkt. Es hat aber manchmal technische Schwierigkeiten. Ihr könnt noch eine Runde machen, wer kann Clone Joe am besten imitieren? Ja, du hast. Zwei Bots gegeneinander, ja, das, wer ist der Bot, oder wer ist Kabel Deutschland, wer ist Eliza? Ich glaube, das ist oft sehr ähnlich. Okay, dann lass uns jetzt mal abstimmen.
Wir müssten noch so 25 Leute haben mit Abstimmlizenz. Ja. Okay. Ja. Ja, doch. Ich glaube, in dem Fall war es ein wenig schwieriger. Kamen auch schwierige Fragen. Dann lass mal sehen, was hier wirklich aussah. Ja, leider aber trotzdem, du hast 5 Punkte. Hast 5 Leute überzeugen können. Sehr gut. So. Dann, ich sehe schon, die Reihen lichten sich. Ich wünsche euch, oder? Wir haben noch einen Kandidaten? Einer noch, so. Einer noch, eine Zugabe. Gegen wen willst du spielen? Ich kenne die alle nicht. Okay, lass uns nochmal... Lass uns nochmal diesen Deutschen da... Ja, Markus, ja, genau. Der ist heute nur einmal dran gekommen und der ist so gut. Okay, du spielst gegen Markus. Ist initialisiert, ne? Und los geht's. Die erste Frage gegen Markus und Christian? Ja, die Markus und Christian. Was hältst du von Abtreibung? Was hältst du von Abtreibung? Solche Fragen sollte man durch künstliche Intelligenz beantworten. Ja, Inhalt löschen, neuen Tippen auf absenden. Ja, ich glaube, dass nur der Trackpoint klappt ordentlich. Ja. Oder genau, dann haben wir einen Zettel. Was hältst du von Abtreibung? Was war der vierte Bot, kam gerade aus dem Publikum. Also, wir können euch jetzt mal aufdecken. Also, wir hatten zuerst Eliza implementiert in Emacs. Dem Texteditor Emacs oder Emacs, dieser Texteditor gleich Betriebssystem. Also Emacs booten, Alt X drücken, Doktor eingeben und dann ist man da. Dann hatten wir, ja, jetzt gerade unterwegs den Bot 9-mal klug, der meiner Ansicht nach vollkommen zu Unrecht ein Schattendasein fristet. Der andere englische Bot ist Cleverbot, über seine Webseite einfach im Dialogsystem zu erreichen, weil der basiert auf einer großen Wissensbasis, die man, ich weiß gar nicht, ob man die sich runterladen kann. Auf jeden Fall ist nicht praktikabel. Und ja, der letzte Bot, der vierte, war dann das Dialogsystem auf kabeldeutschland.de. Da haben wir schon Antworten. Moment. Was ich denke, ist nicht wichtig. Was denkst du? Ich kann feststellen, ob du ein Mensch oder eine Maschine bist. Okay. Was hatten wir noch? Anfragen. Da hinten? Oder da hinten war, glaube ich, früher. Oder da? Ich muss einen. Sie sind raus, Hohecker. Sie sind raus, Hohecker. Okay. Sie sind. Ich titz gerade. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschrieben. Ach so, ja, genau, tipp du. Die Terminal ist, genau, eins oben drüber. Start neu, sonst. Bild da oben, da ist der.
Okay. Dann haben wir da hinten genau noch eine Frage. Was ist die Antwort auf alles, das Leben, das Universum und der ganze Rest? Okay, ich glaube, ich hoffe, die kriegt die Zeichen dessen richtig hin. Wir machen das so, egal ob es original anders war oder nicht. Wunderbar. Ja. Was heißt der Punkt? Ist das überhaupt ein richtiger deutscher Satz? Schreibt man nicht eigentlich in der Aufzählung keinen Punkt? Ja. Alles muss groß geschrieben werden, kommt aus dem Publikum. Ja. Also, gut, ich gebe zu, da nicht so bewandt zu sein. Dann haben wir jetzt drei Fragen, lass uns abstimmen. Ah, ein paar Stimmen noch. Ich glaube, 17 war es letztens auch, oder? Okay. Ja. So. Also ich glaube, es gibt da ein paar unentschiedene Leute. Rückgängig enthalten kann man sich leider nicht mehr. Und ja, dann mach einfach jetzt. Irgendwann ist Schluss. Und ja. Das. Sehr gut, sehr gut. Weißt du, der Punkt? Ja, ja. Das muss sagen, wenn den Test spielen, waren teilweise auch Satzzeichen, das wohl an Leute entschieden haben. Aber gut. So, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, für den Spaß, den wir hatten. Super, dass ihr mitgemacht habt. Super, dass ihr abgestimmt habt, dass ihr Fragen gestellt habt. Und...